Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Kill hier auf Overplayed LP. Wir spielen den Deathslinger auf Midwich und wir schauen mal, wen wir denn mal auf einen Meter ranziehen können hier. Hä? Hä, was war denn mit ihm nicht in Ordnung? Alter, hä? Gut. Gut. Da ist noch ein Haken, Leute. Gut, hier habe ich eine gegeben. Du glaubst auch an Gott, oder was? Oh, scheiße. Scheiße. Hat sie gerade geteabaggt, Alter? Ah, alles klar. Die haben Power Struggle und so eine Scheiße. Ja. Haben sie. Ja, ja. Okay, Flipflop, Power Struggle, wahrscheinlich auch noch rumbeugsam. Das scheiß Cage Perk haben sie. Ja, komm ruhig her. Schnell raus. Ganz schnell raus. Ja gut, das juckt mich nicht. Hier sind so viele Haken. Hier funktioniert übrigens auch dieses Eichenholz nicht so gut. So. Ihr wollt auf die Fresse. So, da haben wir auch mal direkt eine geschossen hier. Oh, wo bin ich denn jetzt? Hä? Wo ist? Ach, die ist hier rausgelaufen. Ups, gut. Ja, pass auf, ne, wenn du da hinten rumrennst, ne? Ich brauch doch nicht hinterher, ne? Also. Scheiße. Ja, pass auf, ne? Ich weiß, dass hier die Klotte. So. Meins ist futsch. So. Ich warte mal gerade, bis die zweite Hakenphase ist, ne? Schade. Das wäre schön gewesen. So. Pass auf, wenn die Power Struggle hat. Gut. Ja. Macht mal ruhig euren Haken da hinten ab. Ich habe hier genug. Da oben repariert der Kevin Treecaller. Da müssen wir mal gerade einschreiben. So. Das ist ja eine lustige Truppe. Noch keiner rangegangen. Sehr schön, dass der draufgegangen ist. Oh, gut. Oh, scheiße.
Machen wir halt die nächste Palette kaputt. Die näher will ich eigentlich nicht. Die will ich eigentlich nicht. Weil die ist meine Besessenheit und ich würde gerne meine Zähler mal langsam ein bisschen aufbauen. Schöner Pellet Waste. So. Ja, ja, ja. Du willst. Die Nähe will Stress. Ja, also ihr seid gerade so nutzlos, ne? Dass das nicht drauf ging. Tja. Ich sag euch nur, die Runde ist rum, ne? Die Runde, die habt ihr euch selber zerschossen. Und jetzt kommt mir nicht von wegen, die wollten doch nur Spaß, die haben gar nicht ernsthaft gespielt. Ja, genau. Als ob die... Als ob die Leute... So. Ihn haben wir gefeuert. Er ist mir erstmal egal. Die Nähe. Die Nähe ist gefährlich. 60 Sekunden. Hallo, Nähe. Oh, was, Alter? Ein Näher. Meine Obsession. Du gehst mir auf den Sack mit der Taschenlampe. Ich darf auf jeden Fall durch keine Paletten gehen. Hat uns bloß ein Zeichen gekostet. Drachengriff hat seine Wirkung auch entfaltet. Das ist sehr... Ups. Stimmt ja. Das ist sehr schön. Drachengriff will ich auf den Generator noch nicht draufsetzen. Da eh alle verletzt sind. Aber pop. Da ist jemand runtergekommen. Moin! Ich traue der Nähe zu, dass die irgendwo lauert mit ihrer scheiß Taschenlampe. So. Die wollten probieren. Also, wenn die Claudette, ne, vorhin Power Struggle gehabt hätte und sich auch durch eine Palette befreit hätte, dann wäre der Punkt für mich gekommen, an dem ich begonnen hätte, jeden einzelnen zu slangen. Marika Paprika lässt sie sterben. Sehr schön. So. Ach ja, Leute, Leute. Och. Die. Ach ja, stimmt ja. Moin! So, nur als Info. Und den 4K, den hole ich mir gerade. So. Nur mal so. Ganz nebenbei. Fehlt jetzt noch, dass die näher unbeugsam hat, ne?
Hi, Nea. Ja, natürlich, Seelenwächter, hä? Wie die wartet. Was willst du klar machen, Nea? Also, wie kann man so knallhart... Die waren komplett aufgerüstet auf diese Scheiße, ne? Womit du den Killer richtig abfangen... Aber... Diesbezüglich hatten wir mega Map-Glück. Wir hatten mega Map-Glück. Überleg mal, das wäre auf Kultwind oder so eine Scheiße passiert. Da hätten wir wahrscheinlich alt ausgesehen. Zumindest mal älter als ohnehin schon. Hä? Scheiße. Ja, damit würde ich sagen, ist diese Runde doch auch sehr gut gelaufen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was deren Plan war, ne? Die waren komplett, zumindest mal, die haben bestimmt zusammengespielt hier. Das wohl gibt ein dickes GG-WP. Dankeschön, bitteschön. Ja, die waren halt, Seelenwächter, ausgerechnet der Meister, ausgerechnet der. Ja, der wollte entkommen, so wie die Sache aussieht hier. Der wollte definitiv entkommen. Ja, für ihn tut es mir leid, aber der hat ja gar nichts gerissen. Der ist als Letzter gestorben und hat am wenigsten Punkte. Gut, der hat sich halt häufig rausgehalten. Proof, einmal sehen. Also ich glaube, die zwei, die haben zusammengespielt hier. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Thor the Last, ja, ja. Du warst der Letzte, jetzt gibt's keinen mehr. Und Demon RJK, ja. Du bist schon so ein Dämon. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn die Survivor wieder meinen, auf die Fresse bekommen zu müssen. Overplayed and out. Tschüss.